Herzlich willkommen zu unserem Sonntagsimpuls. Am vergangenen Montag, dem 14. September, haben wir das Fest Kreuzerhöhung gefeiert. Und heute an diesem Sonntag stehe ich hier in Biederitz in Heiligkreuz, einer unserer Kirchtürme von St. Augustinus. Und Sie ahnen es schon, diese Kirche hat eine Reliquie vom Heiligen Kreuz Jesu, hier ist sie, und hat auch das Patronat entsprechend. Und das Besondere an diesem Sonntag ist, die Kirchweihe jährt sich diesen Sonntag zum 70. Mal. Aber das Fest Kreuzerhöhung, natürlich, es hat mit dem Kreuz Jesus zu tun. Und mit der Grabeskirche in Jerusalem ist es eben ganz eng verbunden. Doch ganz zuvor, 326, reiste schon bereits die heilige Helena, also die Mutter vom Kaiser Konstantin, nach Jerusalem, um dort das Kreuz Jesu zu suchen. Doch die Christen, die in Jerusalem lebten, die wussten schon seit jeher, wo die Kreuzigungsstätte Golgatha lag. Dennoch machte sich Helena auf die Suche. Und an dem Ort, wo sie es vermutete, hatte damals der heidnische Kaiser Adrian seine Lieblingsgöttin Aphrodite einen Tempel gebaut. Und genau dort fing sie an zu graben und sie fand das Kreuz Christi. Daraufhin ließ ihr Sohn Kaiser Konstantin eben dort die Grabeskirche erbauen. Diese wurde am 13.09.335 eingeweiht. Und am Tag darauf wurde dem Volk, dem gläubigen Volk von Jerusalem, allen Christen, das Kreuz Christi präsentiert. Man hat es quasi aufgerichtet, erhöht. Daher kommt der Name Kreuzerhöhung. Und damit konnten alle das Kreuz Christi sehen und es dann auch verehren. Das Kreuz Christi ist ja das Zeichen der Christen, des Christentums schlechthin. Es ist also ein Zeichen auch unserer Erlösung. Und hier in diesem Reliquar haben wir einen Splitter von diesem kostbaren Kreuz Christi. Und Sonntag für Sonntag steht es hier auf dem Altar, wenn wir Eucharistie feiern, damit wir ihm umso näher sein können. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Amen. Seien Sie gesegnet und bleiben Sie behütet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.